Für den siebenfachen Weltmeister Caleb Dressel läuft es bei den nationalen Meisterschaften der US-Schwimmer noch nicht rund. Einen Tag nach seinem enttäuschenden sechsten Platz über 100 Meter Freistil verpasste der 21-Jährige auch über 50 Meter Schmetterling den Titel. Dressel schlug als Zweiter 22,97 Sekunden um 400stel Sekunden hinter dem zwei Jahre jüngeren Michael Endrew an. Dressel, der bei der WM vor einem Jahr in Budapest mit 7 Goldmedaillen zum Superstar aufstieg, kann sich in Irvine noch über die 100 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil für die Pan-Pazifischen Spiele im August und für die WM 2019 in Südkorea empfehlen. Keine Schwäche zeigte dagegen bei den Frauen Ausnahmeschwimmerin Katie Ledecky, die sich über 200 Meter Freistil ihren zweiten Titel sicherte. Die fünfmalige Olympiasiegerin gewann in der zweitbesten Zeit des Jahres 1:53,60 Minuten vor Rückkehrerin Allison Schmidt. Für Aufsehen sorgte auch wieder jemand aus der ganz jungen Garde. Die erst 16-jährige Regan Smith schlug über 200 Meter Rücken zeitgleich mit der Olympiamedaillengewinnerin Kathleen Baker auf dem ersten Platz an. Ihre Siegerzeit von 2:06,43 Minuten bedeutet Juniorenweltrekord und liegt um 1,2 Sekunden unter dem deutschen Rekord von Lisa Graf.